Hallo Edelmetallfreunde, Freunde der Wahrheit, es ist Freitag, also gibt es wieder ein paar Top News für Sie. Wovor lange gewarnt wurde, entwickelt sich leider wirklich, und zwar eine weltweite Katastrophe. Die Kombination von Finanzzerrüttung, Wirtschaftsabsturz, geopolitischen Spannungen, also das Chaos-Setup ist da. Und in dessen Folge erwarte ich weiterhin einen Mondflug der Edelmetalle. Also heute auch wieder etwas zu Gold und Silber am Ende. Bevor wir zur Katastrophe kommen, erstmal zwei gute Nachrichten. Habeck im freien Fall. Es geht steil bergab für den Wirtschaftsminister. Seit Ende Februar, als die Heizungstauschpläne von Robert Habeck der Öffentlichkeit bekannt wurden, fallen seine Beliebtheitswerte im Deutschlandtrend ungebremst. Im Juni bricht der Zuspruch regelrecht ein. Habeck stürzt im Vergleich zum Vormonat um 7 Punkte auf 23% ab, ein neuer persönlicher Tiefstwert. Und die zweite gute Nachricht. Die Quoten des klassischen analogen Fernsehens gehen zurück. ARD, ZDF und RTL verlieren an Bindekraft. Obwohl das vor allem die Unterhaltung trifft, wirkt es sich auch auf die politische Landschaft aus. Kommen wir zum Weltenfiasko. Als erstes zu den Amerikanern. Unternehmensinsolvenzen so hoch wie zuletzt während der Pandemie. Trotz all des Geredes über eine starke, widerstandsfähige Wirtschaft erreichten die Unternehmensinsolvenzen in den ersten 4 Monaten des Jahres 2023 den höchsten Stand seit 2010. Inzwischen haben die monatlichen Konkursanmeldungen Zahlen erreicht, die zuletzt auf dem Höhepunkt der Pandemie zu beobachten waren. Nach Angaben von S&P Global Market Intelligence wurden bis April 235 Unternehmensinsolvenzen gemeldet. Das ist ein Anstieg von 116,5% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022. Hier sehen Sie das, nur bis April, also es ist deutlich mehr geworden. Der Basiskonsumgütersektor wurde besonders hart getroffen. Bis April gingen 30 Unternehmen in diesem Sektor Konkurs. Wie Investopia es schreibt, beschreiben zyklische Konsumgüter Waren und Dienstleistungen, die die Verbraucher als nicht lebensnotwendig, aber wünschenswert ansehen, wenn ihr verfügbares Einkommen ausreicht, um sie zu kaufen. Die Verbraucher haben kein ausreichendes Einkommen. Es liegt auf der Hand, dass die anhaltende Preisinflation die Budgets verknappt und die diskretionären Ausgaben einschränkt. Der Industrie- und der Finanzsektor wurden ebenfalls hart getroffen. Wir bleiben in den USA. Der Conference Board Consumer Confidence Index, also der Konsumentenvertrauen-Index, fiel im Mai auf 102,3 nach einem nach oben korrigierten Wert von 103,7 im April. Der Index für die gegenwärtige Situation, der auf der Einschätzung der aktuellen Geschäfts- und Arbeitsmarktbedingungen durch die Verbraucher basiert, sank von 151,8 im Vormonat auf 148,6. Der Index der Erwartungen, der sich auf die kurzfristigen Aussichten der Verbraucher in Bezug auf Einkommen, Wirtschaft und Arbeitsmarkt bezieht, sank leicht auf 71,5 von 71,7. Der Erwartungsindex ist nun seit Februar 2022 jeden Monat unter 80 geblieben, dem Wert, der mit einer Rezession innerhalb des nächsten Jahres in Verbindung gebracht wird. Weiter USA. Da die allgemeinen Makrodaten im Mai durchweg nach unten überraschten, ist es nicht verwunderlich, dass die Erwartungen für die ISM und die PMI-Umfragen für das verarbeitende Gewerbe heute Morgen bei unter 50 lagen. PMI liegt bei 48,5. ISM bei 46,9, beide zurückgegangen. Die gute Nachricht, die gezahlten Preise sind wieder gesunken. Die schlechte Nachricht, die Auftragseingänge verzeichneten den stärksten Rückgang seit den Lockdowns von Covid. Im Mai kam es zu einer erneuten Verschlechterung der Geschäftsbedingungen im verarbeitenden Gewerbe in den USA, was die Besorgnis über die gesamtwirtschaftliche Lage und die Rezessionsrisiken noch verstärkt. Und natürlich wird das den Banken nicht helfen, im Gegenteil, es bringt sie weiter unter Stress. Hier mal eine völlig andere Baustelle, die Ihnen zeigt, wie komplett verfahren das Pensionssystem in den USA ist, bei uns natürlich auch nicht besser. Es ist von Stephen Sant'Angelo von 2021, also da können Sie davon ausgehen, dass das 22 noch viel schlimmer wird. Hier sind die Beiträge von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, was eingezahlt wurde, knapp 200 Milliarden. Und hier, was ausgezahlt wurde, und hier das Defizit 127,7 Milliarden Dollar Defizit pro Jahr bei staatlichen Pensionszahlungen. Kommen wir nach Deutschland. Holger Czepitz schreibt: Guten Morgen aus Deutschland, wo die Verbraucher aufgrund der hohen Inflation und der negativen Reallöhne in einen Kaufstreik getreten sind. Preisbereinigte Einzelhandelsumsätze brachen im April um 8,6% ein, viel stärker als erwartet. Vor allem wegen eines Rückgangs der Lebensmittelkäufe um 10%. Dies zeigt,
dass auch das zweite Quartal schwach begonnen hat. Ifo ebenfalls nicht gut. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat einen deutlichen Dämpfer erhalten. Der Ifo-Geschäftsklimaindex ist im Mai auf 91,7 Punkte gefallen, nach 93,4 Punkten im April. Dies ist der erste Rückgang nach 6 Anstiegen in Folge. Treiber der Entwicklung waren deutlich pessimistischere Erwartungen. Die Unternehmen waren aber auch etwas weniger zufrieden mit ihren laufenden Geschäften. Die deutsche Wirtschaft blickt skeptisch auf den Sommer. Und hier unten sehen Sie das grafisch dargestellt. Also die Erwartungen sind deutlich stärker gefallen als die aktuelle Lage. Wir bleiben in Deutschland. Politisches Totalversagen. Bloomberg warnt vor kollabierender Wirtschaft in Deutschland. Beim US-amerikanischen Finanznachrichtendienst Bloomberg warnt man vor der katastrophalen Wirtschaftspolitik der Ampelkoalition. Diese könne ganz Europa mitten in den Abgrund reißen. Es mangle Bundeskanzler Scholz an Führungsstärke und der Politik an wirklichen Visionen. Wir waren als Gesellschaft naiv, weil alles in Ordnung zu sein schien, sagte Martin Brudermüller, Vorstandsvorsitzender der BASF, gegenüber Bloomberg. Die Probleme, die wir in Deutschland haben, kumulieren sich. Wir haben eine Zeit des Wandels vor uns. Ich weiß nicht, ob das allen klar ist. Eine deutliche Warnung aus der Industrie, die unter der grünen Deindustrialisierungspolitik leidet. Deutschland ist laut den Experten nicht in der Lage, den Energiebedarf seiner industriellen Basis nachhaltig zu decken. Ob uns China retten wird? Eher nicht. Holger Czapitz schreibt hier wieder, Chinas Wirtschaft steht vor düsteren Aussichten, da das verarbeitende Gewerbe einbricht. Der PMI des verarbeitenden Gewerbes fiel auf 48,8 und damit auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2022. Dies ist ein weiterer Beleg dafür, dass sich die Erholung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt nach dem Ende von Covid verlangsamt hat. Ein Wert unter 50 signalisiert Schrumpfung. Wir bleiben in China. Chinas wirtschaftliche Erholung von den drakonischen Null-Covid-Kontrollen gerät ins Stocken. Die Anleger hatten Anfang des Jahres große Hoffnungen, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt wieder aufleben und die Schwäche der Weltwirtschaft ausgleichen würde. 6 Monate später sind diese Hoffnungen jedoch einer Enttäuschung gewichen. Eines der unmittelbarsten Warnzeichen dafür, dass die Anleger den Glauben an den Aufschwung verlieren, ist der Hang Seng China Enterprise Index, der am Dienstag in den Bereich eines Bärenmarktes gefallen ist und rund 20% unter seinem Höchststand vom 27. Januar liegt. An der Rohstofffront sind zwei der wichtigsten Rohstoffe für Chinas Wirtschaft, Kupfer und Eisenerz, in den letzten Monaten gesunken. Aber auch 5 oft übersehene für das Wirtschaftswachstum wichtige Rohstoffe sind ein Alarmsignal für die Wirtschaft. Die Futures-Märkte für so unterschiedliche Produkte wie Glas, Styrol und Maisstärke zeigen, dass sich China nicht so schnell erholt, wie viele gehofft hatten, nachdem Peking Ende letzten Jahres die pandemischen Beschränkungen aufgehoben hatte, die seine Wirtschaft erdrückten. Nun zum Gold und Silber. Fangen wir mit den BRICS an und dann nochmal zurück nach China. Die von den BRICS-Ländern gegründete neue Entwicklungsbank könnte zu einer Art Clearingstelle werden, wenn die Idee der Schaffung einer gemeinsamen Währung für die BRICS-Mitglieder verwirklicht wird, sagte Finanzminister Anton Siluanov am Mittwoch gegenüber TASS. Die Idee, eine gemeinsame Währung zu schaffen, obwohl ich sie eher als Zahlungseinheit innerhalb der BRICS-Länder bezeichnen würde, ist im Umlauf und wird diskutiert. Wir haben auch Vorschläge über die Verwendung digitaler Finanzanlagen, die durch reale Vermögenswerte, zum Beispiel Gold-Stablecoins, unterstützt werden, sagte der Minister. Weiter zum Gold. Eine deutliche Mehrheit der Zentralbanken in aller Welt geht davon aus, dass Gold als Reservewährung an Bedeutung gewinnt. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass sich der Trend zur Abschwächung des Dollars, die sogenannte Entdollarisierung, in den kommenden Jahren fortsetzen wird. Laut einer Umfrage des WGC erwarten 62% der Banken, dass der Anteil des Goldes an den Gesamtreserven in den nächsten 5 Jahren steigen wird, verglichen mit 46% im letzten Jahr. Dieser Trend hat sich in diesem Jahr fortgesetzt, denn im ersten Quartal stiegen die Goldkäufe der ZBs im Vergleich zum Vorjahr um 176%. Es besteht jedoch eine Kluft zwischen den Aussichten der ZBs in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften und denen der Entwicklungsländer, wobei die Schwellenländer die künftige Rolle des Goldes optimistischer einschätzen. Und nun nochmal nach China, denn dort gibt es ganz spannende Entwicklungen beim Silber in Shanghai. Bai schrieb hier am 24. Mai, die Silbervorräte der SFE fließen heute weiterhin in großen Mengen ab und sinken um 25,148 Tonnen. Die Gesamtvorräte werden bald unter 1500 Tonnen fallen. Es wird berichtet, dass Industrieunternehmen begonnen haben, sich in großen Mengen einzudecken. Hier sehen Sie, wie die Silberbestände in Shanghai zurückgehen. Seit Mai hat sich dieser Trend beschleunigt. Ebenfalls dazu, SFE Silberbestände sanken Ende Mai
um 322,475 Tonnen von 1835,772 Tonnen Ende April auf heute 1513,297 Tonnen. Also in einem Monat sind die Silberbestände dort in Shanghai um 17,57% gefallen. Aktuell 1500,329 Tonnen. Hier die jeweilige Veränderung an den einzelnen Wochentagen. Zum Schluss wie immer das Zitat für Sie. Das war's für heute und für diese Woche. Ich wünsche Ihnen ein gutes Wochenende. Genießen Sie es und nicht verzagen. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Bis nächste Woche. Tschüss. Thank you.